Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Café, das kostenloses, unverschlüsseltes WLAN anbietet. Mit Ihrem Handy surfen Sie im Internet und ganz unbemerkt kann Ihr Nachbar sich ebenfalls in Ihr Handy einloggen. Vorausgesetzt, Sie haben das Betriebssystem Android auf Ihrem Smartphone. Das ist in der IT-Welt keine neue Errungenschaft, kann natürlich aber auch von Angreifern ausgenutzt werden, um die Daten auszuspähen. Und das würde jetzt in diesem Fall von dem Android-Smartphone eben funktionieren, explizit bei den Services Google Contacts und Google Kalender. Auf diese große Sicherheitslücke sind Bastian Königs und seine Kollegen im Rahmen einer Bachelorarbeit gestoßen. Die sollte die Sicherheit von Google-Smartphones überprüfen. Gut, es gibt relativ viele Smartphones momentan. Android ist sehr stark auf dem Vormarsch, immer weiter verbreitet. Momentan sogar höhere Verbreitung als iPhone-Geräte. Und dachte mir, sollte man mal untersuchen, wie sind diese Geräte jetzt explizit Android-Geräte hinsichtlich Security und Privacy, also Privatsphäre, sind sie sicher oder nicht? Sie sind nicht sicher. Jens Nickels hat diese Fehler bei den Google-Smartphones schon im April entdeckt. Dass es ein Fehler ist und nicht vom Hersteller in Kauf genommen, daran besteht für die Forscher kein Zweifel. Google hat hier eindeutig den Fehler gemacht, dass die Kontakte und die Kalenderdaten eben unverschlüsselt übers Netzwerk synchronisiert werden und dass dieser Authentifizierungstoken auch unverschlüsselt versendet wird. Sie werden jetzt wahrscheinlich denken, der Authentifizierungstoken, was ist das denn? Das bedeutet einfach nur, dass andere Menschen nicht nur in ihrem Handy Einträge lesen können, nein, sie können sie auch selbst bearbeiten. Das heißt, wenn ein Angreifer dieses Token abfängt, kann er es benutzen, um Daten dieses Accounts zu manipulieren. Also er kann Kontakte löschen, er kann Kontaktdaten ändern und Kalenderdaten ändern und löschen. Am besten also unverschlüsselte WLAN-Netze vermeiden und die automatische Kalender- und Kontakte-Synchronisierung ausschalten. Dann läuft man nicht in Gefahr, dass das Handy sich automatisch synchronisiert und die sensiblen Daten unverschlüsselt übers Netzwerk wandern. Google kümmert sich mittlerweile um die Sicherheitslücken und hat die Fehler in den neuesten Android-Versionen schon beheben können.